Du suchst noch Plugins für deinen Minecraft-Server? Dann schau jetzt bei umcshop.com vorbei und finde die passende Erweiterung für deinen Server. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und wir befinden uns gerade auf Gomme und ihr seht am Titel, dass es heute um ein richtig cooles Thema geht. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da gibt und auf jeden Fall bis zum Ende anschaut. Ihr werdet nämlich heute zu verschiedenen Fragen und zu verschiedenen Punkten Antworten bekommen bezüglich des Themas. Wie kann man programmieren lernen? Wie wirst du selber Programmierer? Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich direkt an. Dazu bin ich hier in der Jump Teach Runde. Ihr kennt das ja meistens, wenn ich über irgendwas spreche, dann springen wir dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es losgeht. Und beachtet, ich habe bereits ein Video gemacht zum Thema Programmieren. Das ist nur schon 2 Jahre alt. Deswegen wollte ich mal ein Update-Video machen. Und ich verlinke euch das trotzdem hier oben in der Infocard. Und da bin ich direkt runtergefallen. Sehr gut. So, wir starten aber direkt hier los. Und zwar mit der Sache, wie lernt man denn am besten programmieren? Beziehungsweise, wie habe ich programmieren gelernt? Weil über quasi meinen Weg, finde ich, kann man ganz gut sehen, was quasi eine Möglichkeit ist. Also wie man quasi programmieren lernen kann. Und ich habe halt angefangen damals, erstmal mir einen eigenen Minecraft-Server zu installieren mit irgendwelchen Plugins, die ich runtergeladen habe. Ich denke, einige von euch, die vielleicht das Video schauen, haben das schon mal gemacht, dass sie quasi einfach einen Server geholt haben oder sowas und ein paar Plugins drauf installiert haben. Vielleicht mit Freunden. Wir hatten damals, oder ich hatte damals ganz viele Klassen-Server und so ein Zeug. Ich denke, da gibt es einige von euch, die sowas auch schon mal gemacht haben. Und genau das ist im Prinzip das, wo man so ein bisschen mit anfangen sollte. Weil direkt zu programmieren, ohne jemals irgendwie einen Minecraft-Server aufgesetzt zu haben oder sowas, das ist natürlich eine andere Sache. Genauso, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Minecraft programmieren wollt, sondern irgendwas anderes, sollte man vielleicht vorher mal irgendwie einen Server gehabt haben, eine Website installiert haben, vielleicht mal WordPress oder sowas installiert haben. Das sind so die Sachen, die ich, bevor man überhaupt mit dem Programmieren anfängt, empfehlen kann, dass man sich erstmal so ein bisschen damit beschäftigt, was gibt es denn überhaupt da für Sachen, was kann man überhaupt alles installieren. Und erst dann, würde ich sagen, lohnt es sich so richtig überhaupt, so richtig mit den Sachen anzufangen. Und so ging das auch bei mir. Ich habe halt irgendwie immer Server installiert und irgendwann ist mir mal so aufgefallen, oh, da fehlen aber irgendwelche Sachen. Ich könnte eigentlich viel, viel mehr Sachen einbauen. Und dann bin ich halt mal so auf die Idee gekommen, wie kann ich denn überhaupt diese Plugins, die andere da hochladen, wie kann ich die denn mal bearbeiten? Also wie kann ich die so machen, dass sie genau meinen Ansprüchen quasi gerecht werden? Und das war so der nächste Schritt quasi in meinem Ziel zum Programmierer. Und das waren halt dann, dass ich mal gegoogelt habe. Das ist ja mittlerweile immer so. Leute, wenn ihr irgendwas nicht wisst, dann googelt es einfach. Meistens findet man da echt relativ coole Antworten. Und so war es halt bei mir auch. Ich habe gegoogelt quasi, wie man programmieren lernen kann. Und dann kamen dazu halt ganz schön viele Videos. Damals, ich glaube, viele von euch kennen vielleicht auch noch Lonsbons zum Beispiel, ist einer, bei dem ich halt Programmieren gelernt habe. Und dementsprechend habe ich halt, darüber erstmal angefangen zu programmieren zu lernen. Das einzige Problem, der da meistens war, dass die Videos halt sehr durcheinander war und man musste halt immer querbeet gucken, wenn man genau das wissen wollte, was man halt gerade gebraucht hat. Und das war halt natürlich manchmal ein bisschen nervig. Ich habe auch für euch da eine, ein bisschen andere Empfehlung. Beziehungsweise an der Stelle wird das Video nämlich auch von UMC-Shop unterstützt. Das ist ja unter anderem mein Plugin-Shop. Da kann man nämlich zum Beispiel ohne Programmieren Plugins sich einfach holen. Und, oh mein Gott. Komm, hier, den nehme ich noch. Den nehme ich noch mit. Ja, let's go. Okay, wir sind Deathmatch. Und bei UMC-Shop gibt es nämlich, an der Stelle Werbung, gibt es nämlich einen Programmierkurs. Den habe ich gemacht und der hat jetzt die 50 Videos geknackt. Und diesen Kurs kann ich euch wirklich nur empfehlen. Zum einen, weil er ja in dem Fall nicht kostenlos ist, sondern Geld kostet. Und dementsprechend kriegt ihr natürlich auch einfach was anderes, als wenn ihr auf YouTube einfach irgendwelche Videos durcheinander kostenlos anschaut. Trotzdem möchte ich an der Stelle sagen, holt euch diesen Kurs nur, wenn ihr mich unterstützen wollt und wenn euch der Lehrplan gefällt. Ihr könnt euch den Lehrplan, also die 50 Videos, alle vorher quasi einmal den Titel anschauen und gucken, ob euch das gefällt, also ob euch dieser Lehrplan passt. Wir haben in diesem Kurs einen kompletten Spielmodi entwickelt, also zum Beispiel Countdown, Join, Scoreboard haben wir gemacht und so weiter, MySQL, Datenbank, Statsbefehl, all diese Sachen haben wir quasi in dem Kurs gemacht und nach dem Kurs könnt ihr auf jeden Fall schon einiges programmieren und aktuell ist der Kurs auch noch bis Sonntag reduziert um 25% mit dem Code Kurs 50.
Das ist auf jeden Fall die Werbung, die ich euch empfehlen kann. Ich möchte aber hier auch nochmal sagen, dass es genauso kostenlose Videos gibt. Ihr müsst dafür nicht zwingend Geld ausgeben. Nur ich persönlich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn ich mir quasi, ja, diese 11 Euro oder wie das im Moment jetzt kostet, wenn ich die genommen hätte, investiert hätte und damit 50 Videos anschauen könnte in einer Reihenfolge, ohne dass ich mir auf YouTube die Sachen so zusammensuchen muss. Ich glaube, das wäre ganz nice gewesen und du hörst mal jetzt auf, hier mich zu hitten, ey. Ach, zwei Herzen, ja, moin. Das empfehle ich euch, ja. Was aber dann trotzdem, das ist ja nicht alles quasi. Also man muss ja danach, wenn man quasi... Oh, was will er jetzt hier gar nicht kämpfen? Okay, perfekt. Was willst du jetzt, ey? Willst du mich jetzt schon wieder killen? Ach komm, geh doch einfach weg. Er kommt von hinten. Ja, aber trotzdem war es das noch nicht. Selbst wenn ihr meinen Kurs guckt oder selbst wenn ihr kostenlose Tutorials anguckt, dann seid ihr noch nicht zwingend ein Programmierer, weil es gehört noch etwas dazu. Nämlich, man muss sich dann irgendwann auch verbessern. Es bringt nichts, wenn man einfach nur, ja, stumpf quasi Videos runterschaut. Man muss das Ganze auch anwenden und darüber hinaus denken. Was ich damit meine, ist quasi... Ihr seid nicht fertig, indem ihr quasi ein paar Videos angeschaut habt. Ihr seid nicht fertig, wenn ihr meinen Kurs angeguckt habt. Sondern ihr seid dann wirklich erst Programmierer, wenn ihr, naja, so ein bisschen auch angefangen habt, über den Teller quasi hinaus zu sehen. Und dementsprechend holen wir ihn jetzt kurz hier. So, Heiltränke. Perfekt. Bierschuhe nehme ich gerne mit. So, okay. Deswegen passiert es oft, dass man auch zum Beispiel mal an seine Grenzen kommt. Und dafür ist es wichtig, was ich zum Beispiel auch gemacht habe in meiner ganzen Zeit, dass man halt sich zum Beispiel ein Server-Team gibt, dass man von anderen Menschen leunt, dass ihr vielleicht mit einem Freund zusammen, dass ihr mit einem Freund zusammen vielleicht die Sachen angeht. Oh mein Gott, komm, stopp mich ab. Perfekt. Denn das hat mich so am weitesten weitergebracht. Also quasi mit anderen zusammen lernen oder beziehungsweise von anderen lernen, ist so das Entscheidendste überhaupt. Es macht am meisten Spaß, weil ihr quasi direkt eure Fragen stellen könnt und nicht irgendwie in den Kommentaren irgendwas schreiben müsst oder sowas. Und ihr könnt euch gegenseitig helfen. Wenn der eine mal das nicht weiß, dann weiß, ja, weiß vielleicht der andere das Ganze. Und so könnt ihr euch ständig quasi gegenseitig helfen. Und das ist halt wirklich nice. Also Leute, sucht euch ein Server-Team, sucht euch den besten Freund, mit dem ihr das zusammen macht und so weiter und so fort. Und dann macht es wirklich, wirklich, wirklich viel mehr Spaß. Und dann könnt ihr auch wirklich sagen, ihr seid Programmierer, wenn ihr quasi diese Ansätze, also dieses Miteinander, Probleme lösen und so weiter, das ist so ein großer Bestandteil vom Programmieren. Und das, würde ich sagen, ist so ein Hauptpunkt, wo man sagen kann, ab dem Punkt, wenn ihr das geschafft habt, dass ihr wirklich so Probleme erkennen könnt, Fehler erkennen könnt und die dann gemeinsam löst, dann habt ihr es auf jeden Fall geschafft und seid in der richtigen Richtung zum richtigen Entwickler, würde ich mal sagen. Und der Vorteil daran ist auch, dass man sehr, sehr, sehr schnell lernt. Also bei den ganzen Sachen lernt man so schnell, weil man halt miteinander direkt die Probleme löst und man kann damit viel, viel schneller quasi die Sachen lernen als durch irgendwelche Videos. Das heißt, wenn ihr einen Freund habt, mit dem ihr da quasi programmieren lernen könnt, dann ist das sowieso der Weg Nummer 1. Aber meistens den Anfang muss man halt oder sollte man über Videos, über so einen Kurs, wie ich ihn euch zur Verfügung stelle, so, das würde ich euch halt am wärmsten empfehlen. Es gibt, wie gesagt, kostenlose Sachen, es gibt diesen Kurs von mir, den ihr euch, wie gesagt, gerne holen könnt. Und das sind so meine Empfehlungen an der Stelle. Ja, aber das ist noch nicht alles, weil es kann ja am Ende auch noch scheitern. Es kann trotzdem, oder es wird sehr oft, das garantiere ich euch, Stellen geben, wo ihr euch hinterfragt und sagt, yo, will ich das jetzt überhaupt weitermachen? Und da kann ich euch jetzt schon mal Sachen sagen, die ihr auf jeden Fall braucht und wo ich sagen würde, das müsst ihr auf jeden Fall durchhalten oder machen. Und zwar ist das zum einen Disziplin. Man kann Programmieren nicht einfach so in einer Woche lernen. Das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach so sagen nach einer Woche, yo, jetzt kann ich programmieren oder so. Das geht einfach nicht. Und da ist halt wichtig, dass ihr durchhaltet. Es wird oft vorkommen, dass ihr irgendwelche Fehler habt oder, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen funktionieren nicht und ihr seid kurz vom Aufgeben. Genau dann müsst ihr halt sagen, yo, nee, ich ziehe jetzt weiter durch und müsst dann euch vielleicht Hilfe holen, Fragen stellen, in irgendwelchen Foren gucken und so weiter. Es wird so oft vorkommen, dass ihr auf jeden Fall da so ein bisschen die Disziplin und Motivation braucht. Es bringt nichts, zum Beispiel Programmieren einfach zu machen, weil ihr... keine Ahnung, denkt, dass ihr damit total reich werdet oder weiß ich nicht, was man so denken kann. Sondern ihr müsst auch schon Bock darauf haben. Und
Das ist sehr entscheidend. Des Weiteren ist es auch so, dass man halt dann immer andere Ansätze finden muss, auch mal einen anderen Weg gehen muss. Und ja, das braucht ihr also. Also ein bisschen auch, wie soll man sagen, ein bisschen auch Erkundungsfreude. Also für neue Sachen mal andere Wege auszuprobieren, das ist wichtig. Man kann da nicht immer das Gleiche machen. Das funktioniert nicht. Dann habe ich noch unter dem letzten Video, was ich damals mal gemacht hatte, einen Kommentar gefunden. Und zwar von Wiebke Schmidt. Und sie oder er hat geschrieben, wie viel Wissen muss man als Developer haben oder muss man das studieren? Computertechnik. Genau, das ist eine Sache. Das ist halt die Frage, wie man Programmieren oder Developer, wie man das festlegt. Also für den Minecraft-Bereich müsst ihr definitiv nichts studieren, weil eigentlich alles könnt ihr euch selbst beibringen. Bei bestimmten anderen Sachen wäre es bestimmt sinnvoll natürlich, also wenn ihr dann irgendwo arbeitet oder so, dann müsst ihr in vielen Punkten das studieren, weil man da halt einfach bestimmte Sachen wissen muss, ne? Ich glaube aber, ich bin persönlich der Meinung, das meiste an Entwicklersachen kann man sich selbst beibringen. Also so viel Wissen findet ihr einfach online und könnt euch das im Prinzip selbst beibringen. Also ihr könnt das googeln, ihr könnt so viele Sachen da selbst beibringen, das ist wirklich unglaublich. Also gerade bei Developer-Sachen, es gibt so viele Videos, es gibt wie gesagt nicht nur meinen Kurs, sondern auch zu anderen Themen gibt es auch Kurse. Und das ist halt wirklich, wirklich krass und da würde ich euch definitiv empfehlen, schaut da rein, googelt das und ihr braucht nicht unbedingt irgendwie das studieren. Natürlich irgendwann, wenn ihr dann so alt da in dem Alter seid, wo ihr dann studieren würdet oder sowas oder ihr die Möglichkeit habt, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich denke, das Studium ist für einen Entwickler, der in bestimmten Sachen, Bereichen entwickeln will oder sowas, nicht unbedingt notwendig. Man kann auch Ausbildung machen oder sowas. Aber gerade im Minecraft-Bereich muss man dafür nicht studiert haben oder sowas. Ne? Das kann, wie gesagt, ich habe damals mit, keine Ahnung, 14 oder sowas angefangen oder sogar noch weit, ich glaube, ich war noch jünger und habe damals schon bei den ersten Minecraft-Server angefangen. Also dafür müsst ihr nicht sonderlich alt sein. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch so noch mal ein bisschen den ganzen Prozess auflösen, was ich euch empfehlen kann, wie ihr programmieren werdet. Ich würde sagen, wenn euch das jetzt nicht abgeschreckt hat, dann startet einfach. Startet jetzt durch. Wie gesagt, mein Kurs ist bis Sonntag noch reduziert. Sonst schaut gerne mal bei den Videos vorbei. Ich versuche euch ein paar Sachen auch in der Videobeschreibung zu verlinken. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und vielleicht sind wir ja demnächst ein paar Developer mehr. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schönen Tag noch und ciao, ciao.